RTV Vorarlberg Magazin. Herzlich willkommen zum RTV Vorarlberg Magazin. Es ist einiges los in und rund um Vorarlberg, sei es sportlich, kulturell oder wirtschaftlich. Der Frühling bringt Leben ins Bundesland. Also es gibt drei Dinge, die du in einem Baseballspiel tun kannst. Du kannst gewinnen, du kannst verlieren oder es regnet. Das sagte einst Charles Dillon, ein amerikanischer Major League Baseball Outfielder und Manager. Geregnet hat es letzten Samstag in Feldkirch nicht. Die Sonne schien, die Bases waren besetzt und nicht nur die ganz Kleinen waren schon zu Beginn voll im Baseballfieber, denn in Feldkirch war es Zeit für den Saisonbeginn. Am Samstag trafen die Feldkirch Cardinals zu Hause im wichtigen ersten Spiel auf die Dornbirn Indians. Bei den Gastgebern hat man diese Saison große Ziele. Ja, wir haben gut trainiert, wir sind in Spanien auf Trainingslager im Team, haben jetzt einige Vorbereitungsspiele gehabt. Und wir sind nicht auf 100%, aber wir warten schon eigentlich ums Playoff-Mitspieler. Das heißt, im Westen Top 3. Letztes Jahr sind wir Vierter geworden. Das heißt, Top 3 im Westen, das erwarten wir uns eigentlich schon. Der Kader steht, ist man mit dem zufrieden? Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir haben neben unseren zwei Imports, neben dem Sammy und dem Colin, haben wir drei Spieler, der Moritz, der Raffi und der Stefan, drei Spieler vom Baseball-Ruhestand sozusagen zurückgeholt. Alle drei Spieler haben bei uns den Nachwuchs durchgemacht und sind wieder dabei. So gibt es mit Tüfe, wo wir natürlich sehr froh und sehr zuversichtlich sind. Und auch Neuimport Sam Murphy soll den Feldkirch Cardinals unter die Arme greifen. Der US-Legionär hat sich in Österreich schon eingelebt. It's beautiful. Vorarlberg is. Es ist wundervoll. Vorarlberg ist unglaublich. Con, der andere US-Legionär und ich sind begeistert von den Bergen. Es ist alles grün, es ist wirklich wunderschön und wir sind dankbar dafür, dass wir hier sein dürfen. So, you like the country, you like the team too? Yeah, absolutely. The team's great. The guys are awesome. They've welcomed us. Ja, absolut. Das Team und die Jungs sind super. Sie haben uns mit offenen Armen empfangen, haben uns etwas die Gegend gezeigt. Wir haben bereits einige Wörter auf Deutsch gelernt und ja, nun sind wir bereit. The customs, we've learned a little bit of the language and we're ready to go. Aber nicht nur seine neue Heimat motiviert den Pitcher. Auch auf die kommenden Monate freut sich Murphy. 5 wins last year, we got to do better than that and then the goal after that is 5 Siege im letzten Jahr, wir müssen auf jeden Fall mehr leisten und danach müssen wir einfach so weit wie nur möglich kommen, seien es die Playoffs oder der Titel, je nachdem. Unsere Hauptaufgabe wird es dennoch sein, das allgemeine Baseballspiel in Österreich weiter auszubauen und zu verbessern und das haben wir bereits gemacht und das werden wir auch während der Saison beibehalten. Die Dornbirn Indians, die als Favorit in den Doubleheader am Samstag gingen, haben sich verstärkt und gehen ebenso mit neuer Kraft in die neue Saison. Also vor 2 Jahren wären wir abgestiegen, hätte nicht der Österreichische Baseballverband im Herbst die erste und zweite Liga zusammengelegt. Das heißt, das hat uns sehr geholfen. Und wir haben dann gesagt, das ist so eine Art Aufbaujahr, schauen wir mal, was passiert. Und haben gesagt, dass in die Playoffs kommen, also die ersten drei von den 5 Teams in der Division schaffen die Playoffs. Und das war für uns wichtig, das haben wir geschafft. Wir waren dann sogar so, dass wir das zweitbeste Team in der Division waren, das beste in Vorarlberg. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir das mindestens wieder rein. Also das beste Ländle-Team, so mindestens zweit, ideal erst, weil dann qualifiziert man sich direkt fürs Halbfinale. Während die ungefähr 300 Zuschauer im Grave Ballpark
die zwei neu strukturierten Mannschaften zu Gesicht bekamen, lieferten sich die Akteure auf dem Spielfeld spannende Partien. Nachdem die Cardinals in der ersten Partie sich einen 13-12 Sieger kämpften, ging das zweite Spiel des Doubleheaders klar mit 18-1 an die Gäste aus Dornbirn. Zufrieden durften dann alle sein und vor allem die Liebe zum Sport selbst ist auch bei den Vorarlberger Teams immer wieder etwas ganz Besonderes. Mir hat gefallen, dass die Vielfalt. Ich war nicht der Konditionsstärkste, habe aber einen ganz brauchbaren Arm gehabt, habe Hand-Augen-Koordination gehabt, um den Ball zu treffen und war dadurch ein ganz brauchbarer Spieler. Und das ist heute noch so, dass man eigentlich, um auch in Österreich gut zu sein, erfolgreich zu sein, ich sage jetzt nicht auf allen, auf allen Dingen, die man können muss, wirklich sehr, sehr gut sein muss. Und das ist auch in Amerika so. Also die Profis, da gibt es einfach welche, die sind extrem langsam, aber die treffen jeden Ball und vor allem sehr hart und sehr weit schlagen sind. Und das ist wirklich das Schöne da, dass man nicht der komplette Spieler sein muss. Das ist einfach die Vielseitigkeit vom Sport. Man muss einfach nicht nur fangen und werfen können, man muss auch gut schlagen können, man sollte auch zwischen den Bases schnell laufen können. Es ist eigentlich egal, groß oder klein, alt oder jung, jeder hat da seine Vor- und Nachteile. Und es ist ein richtiges Strategiespiel. Also man muss natürlich auch viel im Kopf schaffen, was das Ganze richtig spannend und lässig macht. Und lässig war das Season-Opening-Wochenende allemal. Und wie heißt es so schön, möge auch in Zukunft der Bessere gewinnen. Vom Sport zur Kultur, das Theater spielt bei egal welchem Wetter und gewinnen tun hier vor allem die Zuseher, manchmal auch an Erkenntnis und vor allem an einem schönen Abend. Für Max Frischs Biedermann und die Brandstifter trifft wohl beides zu. Derzeit gastiert das bekannte Stück des Schweizer Schriftstellers und Architekten im Dakino in Schaan, aufgeführt vom Verein Theater Karussell aus Liechtenstein. Biedermann, Gottlieb! Wie hast du's gedeutet? Gedeutet? Ja, wissend auch du, wie brennbar die Welt ist. Biedermann Gottlieb, was hast du gedacht? Biedermann Gottlieb, was hast du gedacht? Gedacht? Biedermann und die Brandstifter, ein Lehrstück ohne Lehre. So nennt sich das bekannte Theaterstück von Max Frisch. In der Schule ist wohl kaum jemand um das Lesen dieses Buches gekommen und von zahlreichen Bühnen wurde es gespielt. Im März 1958 wurde es im Schauspielhaus Zürich uraufgeführt. Jetzt, 60 Jahre später und noch immer aktuell, hat sich das Theater Karussell aus Liechtenstein diesem Stück gewidmet. In einer Inszenierung von der Schweizer Schauspielerin und Regisseurin Pia Henke gastiert es im Dakino in Schaan. Heil uns, heil uns! Immer noch nichts. Heil uns, heil uns! Ich habe dann gedacht, also wenn schon, dann will ich wirklich ein Stück machen, was mich interessiert. Ich mache und gern, ich muss es hin und wieder machen, dieses Ehebruch und schöner Wohnen. Aber ich wollte mir halt schon ein Stück aussuchen, wo ich sage, da liegt meine Leidenschaft dahinter. Ich will was Politisches aussagen. Das Stück selbst ist schnell beschrieben. Der reiche Haarwasserfabrikant Biedermann überlässt einem aufdringlichen, vermeintlich obdachlosen Herrn Schmitz, vormals Ringer, und dessen Freund Herrn Eisenring den Dachboden zum Schlafen. Die beiden schleppen Benzinfässer in ihre Bleibe und geben sich keine Mühe, ihr Vorhaben, nämlich die Stadt anzuzünden, zu verbergen. Im Gegenteil. Aber Biedermann will nicht glauben, dass es sich um Brandstifter handelt und gibt ihnen am Ende sogar noch die Streichhölzer. Das ist andere Witze, sag ich immer. Jetzt fehlt nur noch, dass sie mich um Streichhölzer bitten. Wann wachen wir denn auf? Wann wehren wir uns denn gegen mal diese furchtbare Industrie, gegen diese Geldgier und auch gegen unsere Politiker? Jetzt!
Jetzt aber im Ernst, mein Herr. Was soll denn das alles? Im Ernst. Ja, es begeistert mich. Ich finde das ein schönes Stück, ein interessantes Stück. Eben auch diese soziale Kritik, die darin ist, die jeden auffordert, selbst nachzudenken über das, was er tut und wo er eingreift in seinem Leben, wo er die Verantwortung übernimmt. Das finde ich eine schöne und wertvolle Aussage, auch in der heutigen Zeit. Es ist, glaube ich, auch eine gängige Leseweise. Das sind die Nazis, die Brandstifter. Ich glaube aber, es ist gar nicht so klar, wer das wirklich ist. Also da kann eigentlich fast jeder reinlesen, was er will. Der Verein Theater Karussell inszeniert immer mit Profiregisseurinnen und Regisseuren. Auf der Bühne selbst agieren großteils Amateurschauspieler aus Liechtenstein, aus der Schweiz und aus Vorarlberg. Ich habe das Recht, überhaupt nichts zu denken. Was er sagt, das wird gemacht. Und die Brandstifter, die machen das eben nicht. Und er haut auch auf den Tisch, solange die Menschen das machen, was er will. Und wenn das nicht passiert, dann kommt ziemlich schnell raus, was er wirklich ist, im Kern, nämlich ein Feigling. Biedermann! Also, wer bin ich? Nein! Du musst doch fragen, wer er ist. Hörst du mich nicht? Nochmals von Anfang. Er merkt einfach, dass kein Widerstand da ist und er geht weiter und weiter. Und was kann ich mir noch erlauben, was kann ich mir noch erlauben? Das hat eine gewisse Komik, aber natürlich auch eine Brutalität. Ja. Und die Messerbänkle? Anna, wo sind die Messerbänkle? Herr Biedermann! Her damit! Herr Biedermann, her damit! Her damit, sag ich! Wo sind Sie denn, Herr Gott, nochmal? In Ihrer Hosentasche! Ich glaube, sie durchschaut die Figuren relativ rasch, aber sagt auch nichts. Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand, meint Brandstifter Eisenring. Wohl der Kernsatz des Stückes. Und wer noch mehr Lehrreiches mit bissigem Humor verpackt offeriert bekommen möchte, bis zum 23. Mai wird noch in regelmäßigen Abständen Mittwoch und Sonntag im Takino in Schaan gespielt und brandgestiftet. Das Publikum kann sich auf etwas gefasst machen. Ich möchte, dass er sich erkennt. Ich möchte, dass jeder zu Hause, wenn mit seinem Partner drin ist, sagt, die haben ja recht, wir hören zu lange hin, wir reagieren zu spät. Ich möchte aber auch, dass sie glücklich sind und sagen, mein Gott, ich habe mich trotz allem Schrecken wahnsinnig amüsiert und bin auf viel Wahrheit gestoßen. Von der einen Kultur zur nächsten, nämlich zur Landschaftskultur. Streuobstwiesen gehören zu den vielfältigsten Lebensräumen in Europa. Sie beherbergen bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten sowie zahlreiche vom Aussterben bedrohte Obstsorten. Arge Streuobst und blühendes Österreich rufen alle Bäuerinnen und Bauern, alle Gartenbesitzerinnen und Besitzer auf, ihre Streuobstwiesen und Hausgärten mit Obstbestand bis 24. Juni bei blühendes Österreich einzureichen. Ziel dabei ist die Förderung des Streuobstbaus und die Erhaltung obstgenetischer Ressourcen in Österreich. Mit der traditionellen Streuobstwiese haben unsere Bäuerinnen und Bauern ein Kulturgut geschaffen, in dem Landwirtschaft und Naturschutz Hand in Hand gehen. Rund 80% der österreichischen Streuobstbestände sind in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen. Arge Streuobst und blühendes Österreich rufen deshalb alle Bäuerinnen und Gartenbesitzerinnen auf, ihre Streuobstwiesen und Hausgärten mit Obstbestand bis 24. Juni 2018 bei blühendes Österreich einzureichen. Die Arge Streuobst unterstützt uns ganz konkret bei der Koordination und Abwicklung des Wettbewerbs Wir suchen die schönsten Streuobstwiesen Österreichs. Und bei der Arge Streuobst sitzen einfach die kompetenten Menschen, die auswählen, beurteilen und bewerten können. Und dafür haben wir sie ins Boot geholt. Streuobstwiese oder Streuobstbestände zeichnen sich dadurch aus, dass wir sozusagen ein mehrstufiges Nutzökosystem haben. Das heißt, wir haben die Wiesen im Unterwuchs, die untere Schicht, und dann haben wir die großkronigen, hochstämmigen Obstbäume als zweiten Teil des Ökosystems.
Nur wenn ich als Wiesenbesitzer für mich selber einen Wert in diesen Bäumen sehe, und das meine ich nicht an wirtschaftlichen Wert, der hat auch Bedeutung, aber mein primär muss ich einfach empfinden für diese Schönheit, für diese Vielfalt, da muss man die Leute auch holen, ja? Dass da Funken springt. Damit dieser Funke noch mehr Menschen erreicht, haben sich die AG Streuobst und Blühendes Österreich tatkräftige Unterstützung für den Wettbewerb geholt. Skifahrerlegende Michaela Dorfmeister. Sie selbst ist Besitzerin einer Streuobstwiese im Mostviertel. Aufwand ist es schon, aber ich glaube, die nächste Generation wird uns das sicher danken, weil ich möchte auch, dass meine Tochter auch so aufwächst, wie ich das gemacht habe, dass man rausgeht, sich einen Apfel vom Baum holt und vielleicht Viecher vor der Haustür hat. Das ist einfach so was Schönes. Streuobstwiesen sind wichtige Ökosystemdienstleister und beherbergen bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten sowie zahlreiche vom Aussterben bedrohte Obstsorten. Mit dem Wettbewerb sollen die bedrohten schönen Obstgärten vor den Vorhang geholt werden. Es gibt in Österreich hunderte Streuobstsorten. Das Aromaspektrum ist einfach ein sehr weites, ja, also von wenig bis ganz ausgefallene Aroma. Also man kann da durchaus auch Bananen herausschmecken bei den Äpfeln, wenn man sie isst, oder ein Himbeeraroma wahrnehmen. Also das ist einfach ganz breit gestreut. Ja. Und jede ist für sich einzigartig. Pro Bundesland werden die drei schönsten Streuobstwiesen und Hausgärten sowie zwei Bundessieger prämiert. Zwei Kategorien gibt es. Streuobstwiesen mit mehr als 5 Bäumen, Hausgärten mit 2 bis 5 Bäumen. Zu gewinnen gibt es Preise im Wert von bis zu 5000 Euro, wie etwa eine Obstraupe oder Haushydropresse und regionaltypische Obstbäume. Um den Einsatz der Menschen für ihre Streuobstwiesen zu würdigen und um den Zwergohreulen, Bienen und Schmetterlingen, die ihre letzten Rückzugsräume in den Streuobstwiesen finden, eine starke Stimme zu geben, heißt es noch bis 24. Juni Streuobstwiesen unter blühendesösterreich.at einreichen. Von der Natur nun mitten in die Stadt, Inside Dornbirn ist eine Werbegemeinschaft, die sich auf eines konzentriert, natürlich Dornbirn. Weil diese Stadt, die hat's ganz schön in sich. Vor mehr als 1120 Jahren war es nur eine kleine Ansammlung von Höfen, die wohl einem gewissen Toro gehört haben. Ein damals sehr gebräuchlicher Name. Daraus begründet sich der Name Torinpurion, heute Dornbirn. Und heute wesentlich mehr als eine Ansammlung von Höfen, nämlich eine Stadt mit Flair. Die schöne Fußgängerzone mit dem großzügig gestalteten Marktplatz ist der ideale Ausgangspunkt für jeden Einkauf. Gerade der perfekte Mix aus Geschäften, Dienstleistungsbetrieben, Cafés, Bars und Restaurants machen die Dornbirner Innenstadt besonders beliebt. Gemeinsam kümmern wir uns um eine gute Entwicklung in unserer Stadt. Nicht umsonst konnten wir vor einigen Jahren zur lebenswertesten Stadt Österreichs gewählt werden. Die Werbegemeinschaft Inside Dornbirn vertritt die Interessen von über 200 Mitgliedern in der Stadt Dornbirn, bei Behörden und Institutionen sowie den Medien. Die Werbegemeinschaft Inside Dornbirn ist für die Zukunft Dornbirns wichtig. Gemeinsam tragen wir zur Entwicklung unserer schönen Stadt bei. Denn gemeinsam geht's auch leichter.
Bei Inside Dornbirn kommt eine Vielfalt von Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen. Vom Rechtsanwalt über Lebensmittel- und Bekleidungsgeschäfte bis hin zu mir. Denn eine spannende Freizeitgestaltung ist ebenso Inside Dornbirn. Können Sie die neuen Jackie-Karten mit 10 und 50 Euro bekommen und grandioserweise können Sie diese auch bis zu 400 Euro aufladen lassen. In jedem Betrieb von Inside Dornbirn können Sie diese ganzen überprüfen lassen, wie viel Guthaben Sie noch drauf haben. Wir sehen es auch als unsere Aufgabe, Dornbirn verantwortungsvoll mit mehr Lebensqualität zu bereichern. Unser Verein mit seinen individuellen und starken Unternehmern schaut zuversichtlich in die Zukunft. Wir freuen uns darauf. Inside Dornbirn schaut darauf, dass in Dornbirn auch drin ist, was draufsteht, nämlich Dornbirn, eine Stadt zum Flanieren, Shoppen, Erholen und Verweilen. Am Puls der Zeit sein ist auch für die Wirtschaft wichtig. Am Puls der Zeit sein bedeutet aber auch Barrieren, besonders jene im Kopf, zu überwinden. Vor allem dann, wenn es um die Menschen geht. Fokus Wirtschaft, inklusiv, innovativ, zeigt, wie Inklusion nachhaltig funktionieren und wirtschaftlich rentabel sein kann. Im Wifi Dornbirn informierten sich rund 100 Wirtschaftstreibende bei der Veranstaltungsreihe Fokus Wirtschaft inklusiv innovativ über Förderungen und kostenlose Unterstützungsleistungen zur Integration von Menschen mit Beeinträchtigung in den ersten Arbeitsmarkt. In dem Moment, wo wir uns dem anstrengen, wo es nicht mehr ein Bemühen gibt, fallen wir zurück. Und diesen Nachmittag hier sehe ich als einen Schritt nach vorne. Darüber, wie sie Menschen mit Behinderungen Berufs- und Arbeitschancen geben, erzählten Vertreterinnen der Unternehmen Rusmedia, BPC, Events, die Jet-Tankstelle Dornbirn und die Gemeinde Bürs. Der Mitarbeiter, der vor einiger Jahren schon gesundheitlich schwer erkrankt ist, eine schwere Operation, geht zu mehr als 50% berufsunfähig ist, er hat einen hervorragenden Erfahrungswert. Setzt sich ins, was im Sinne im Maße möglich ist, zu 100% oder zu 110% ein, motiviert mit seinem Engagement die anderen Mitarbeiter. Das zweite Fokus Wirtschaft in Vorarlberg hat bewiesen, es kommt gut an, es bedarf da bei Unternehmen. Über 100 Gäste, die jetzt auch hier noch bleiben und hier noch weiter diskutieren und sich konkrete Hilfestellung suchen, beweisen. Wir sind sehr, sehr gut in Vorarlberg aufgestellt, aber es geht noch ein bisschen mehr. Und ich freue mich, dass diese Veranstaltung dazu beiträgt, dass noch mehr Menschen mit Behinderung in echten Unternehmen, in echten Arbeitsplätzen beschäftigt werden können. Wir haben die Erfahrung, dass es sehr gut funktioniert. Was so zum Denken gegeben hat, das hat der Bürgermeister von Bürs gesagt, würde man jemanden einstellen, wenn man es vorher gewusst hätte. Ich glaube, dass hier Bewusstseinsbildung gemacht werden muss, dass man sich auch selber hinterfragen muss. Ich finde einfach, dass jedes Unternehmen profitieren kann von Menschen mit Beeinträchtigung. Die Sozialkompetenz von Personen, von bedürftigen Personen, finde ich, kann so wertvoll sein für die Gemeinschaft, für eine Firmengemeinschaft. Das ist unbezahlbar. Fokus Wirtschaft inklusiv innovativ wird seit 2016 in ganz Österreich angeboten und sollte für innovative und zukunftsorientierte Unternehmen ein Pflichttermin sein. Die Teilnahme ist für Betriebe kostenlos. Sichern Sie sich schon jetzt Ihren Platz im Zukunftsseminar unter www.fokus-wirtschaft.at/Anmeldung.
Das war's für heute vom RTV Vorarlberg Magazin. Ich sage danke fürs Dabeisein und freue mich auf Sie, wenn wir wieder mit neuen Themen aus Vorarlberg für Sie da sind. Beim nächsten Mal aber am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr, weil der 1. Mai, der ist ja frei. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen und haben Sie es noch fein. Tschüss.